Hallo, liebe Eltern und Freunde und herzlich willkommen hier wieder bei uns im Familienhaus. Heute wieder zu unserer kleinen Infothek mit Themen und Tipps rund um das erste Lebensjahr. Und in meinem Beitrag heute soll es um Verstopfungen bei Babys gehen. Ja, ich würde Ihnen gerne die Ursachen für Verstopfungen erzählen und vielleicht auch ein paar Tipps mitgeben, was dagegen hilft. Was sind Verstopfungen? Es kann sein, dass Ihr Baby vielleicht seit ein paar Tagen keinen Stuhlgang mehr hat oder Schmerzen auch bei der Stuhlentleerung zeigt. Und dann könnten das Anzeichen für Verstopfungen sein. Und auch Verstopfungen sind gerade im Säuglingsalter keine Seltenheit, denn der Magen-Darm-Trakt des Kindes ist noch nicht vollständig ausgereift und deshalb sehr empfindlich. Und deshalb kann es immer mal wieder auch zu Verstopfungen bei Babys und Säuglingen vorkommen. Wichtig ist aber, dass Sie als Mamas und Papas die Anzeichen einer Verstopfung schnell und auch gut erkennen und darauf reagieren und einfach weitere Beschwerden Ihres Kindes zu vermeiden. Welche Gründe gibt es für Verstopfungen bei Babys? Ja, wenn Ihr Kind zum Beispiel Schmerzen bei der Entleerung des Darms hat oder der Stuhlgang nur selten vorkommt und der hart und klumpig ist, dann spricht man halt von einer Verstopfung. Und oft sind Allergien Gründe für Verstopfungen. Ja, es gibt zum Beispiel die Kuhmilchallergie. Die ist auch ganz normal in der Säuglingsmilch enthalten, die Kinder kriegen. Und leider ist es so, dass so ein Verdacht auf so eine Kuhmilchallergie oft erst zu spät gestellt wird, so dass sie einfach, ja, wenn sie den Verdacht haben, dass ihr Kind vielleicht Verstopfungen aufgrund der Milch bekommt, dieses hat, dass sie da schnellstmöglich einen Arzt aussuchen, um da zu gucken, dass ein Kuhmilch-Allergietest gemacht werden kann. Wie gesagt, das ist in der herkömmlichen Säuglingsmilchnahrung vorhanden und das Baby kann die Milcheiweiße aber auch über die Muttermilch beim Stillen aufnehmen. Wenn das Baby Verstopfungen hat, wann müssen wir denn zum Arzt? Ja, wenn man jetzt zum Beispiel den Verdacht auf eine Kuhmilchallergie hat, dann sollte man unbedingt zum Arzt gehen. Dann ist es so, dass ein Mangel an Flüssigkeit das Verhärten des Stuhlgangs befördert. Das heißt, achten Sie einfach darauf, dass Ihr Kind ausreichend trinkt, gerade auch an heißen Tagen oder wenn Ihr Kind krank ist, wenn es Fieber hat. Müssen Sie halt gucken, dass Sie den Flüssigkeitsverlust ausgleichen, dass das Kind da viel trinkt. Bei wenig Trinken befördert halt einen harten Stuhlgang. Man sollte darauf achten, dass man auf kalkhaltiges Wasser verzichtet. Dann kann es sein, dass zum Beispiel, wenn Ihr Kind Stuhlgang hat, der aber sehr dolle wehtut, diese schmerzhaften Erfahrungen bei Säuglingen können dazu führen, dass das Baby Angst hat. Angst vor dem nächsten Stuhlgang, sodass das ganz oft vermieden wird, wieder in die Windel zu machen, sozusagen. Dass man da einfach, dass der Drang von den Kindern zurückgehalten wird, weil sie wissen, wenn ich Stuhlgang habe, tut es weh. Dass man das einfach ganz genau beobachtet. Ja, dann sollten organische Ursachen bei Säuglingen ausgeschlossen werden, zum Beispiel angeborene Fehlbildungen des Dickdarms, die dann dazu führen können, dass halt der Inhalt im Darm stecken bleibt. Wenn Ihr Kind jetzt nur leichte Verstopfungen hat, gibt es auch ein paar Hausmittelchen, wo Sie bei helfen können. Erstmal ist es zum Beispiel, dass Sie einfach auch die Stellen am Po und um den After mit einer Pflegecreme trocken halten und eincremen, dass Sie bei Babynahrung auf Nahrungs wie Bananen oder Karotten verzichten, die den Stuhlgang fester machen können, dass man stattdessen lieber auflockernde Lebensmittel verwendet, wie zum Beispiel Birnen, Aprikosen, Mirabellen zum Beispiel. Und ganz oft empfiehlt es sich auch einfach beim Essen Öl, ein bisschen Öl mit zuzugeben, was halt den Stuhlgang auch geschmeidiger macht. Genau, man kann auch einfach, wenn Ihr Baby über Bauchschmerzen oder Verstopfungen klagt, empfiehlt es sich, eine Bauchmassage zu machen. Das regt die Darmaktivitäten an und unterstützt Ihr Baby dabei. Ja, genau, das war jetzt zum Thema Verstopfungen bei Babys. Und ich hoffe, Sie haben einen kleinen Einblick erhalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!